So, und willkommen zu 3. Und wie ihr seht, ein Glück bin ich clever und habe diesen Parameter hinzugefügt, sonst hätte ich nämlich gerade eben aus Versehen meinen von Level 2 überschrieben. Ich habe nämlich gerade einfach Teiltaste hoch und dann Aufnahme gedrückt. Naja, nur leider war doch der Dateiname von der alten Aufnahme mit drin. Doch zum Glück hat FFmpeg dank dem Parameter den Vorgang abgebrochen. Egal. Nicht so viel quatschen, direkt loslegen. Die meisten wissen ja wahrscheinlich nicht mehr, was Linux ist. Geschweige denn, was FFmpeg ist. So. Wo bin ich hier? Auch schon wieder so ein Außenraum? Gut, da muss man ja wieder durchklippen. Oh, geht ja gar nicht. Aha. Oh. Aber wenn es hier nicht geht, dann heißt es doch, dass es bei einem anderen Raum sogar legitim war. Oder? Keine Ahnung. Vielleicht sollte man nicht überall so viel reininterpretieren. Es gibt schon wieder vier Secrets. Wow. Ach man, ich hasse diese Pinkies. Ich weiß, wir haben mittlerweile wieder ein bisschen Munition, aber nicht, dass man hier wieder alles an Pinkies verschwenden darf. Komm her! Gut, halt also, wenn ich die ganzen Arme ranlasse, kann ich tatsächlich die mit zwei Schüssen umbringen. Es ist aber so dumpf, weil sobald man sich relativ nah an sich ranlässt, beißen sie einen. Obwohl sie zwar physikalisch dafür noch nicht nah genug dran wären, aber das Spiel sagt so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Was auch immer das jetzt gerade gebracht hat. Schade, kein Secret. Weil die Wand hier so grau ist, braun ist. Aber es ist kein Secret. Eine Tür. So, links gucken, rechts gucken. Oh. Oh, ein Fass voller Brause. Okay. Ah, erstmal ordentlich hinsetzen hier. Ah. So. Gehen wir da schon runter? Nee, ich gucke mal erstmal hier oben rum. Und hab schon direkt eine Karte gefunden. Yay! Wobei die aber auf dem Podest ist. Wodurch sie nichts bringt. Bullshit. Ja, ich weiß, ich könnte raufspringen. Ist aber. Nee, kann auch nicht mehr raufspringen. Doch, kann man. Wäre aber cheaten. Weil, wenn es hier sowas gibt in der Map, dann ist die Map definitiv nicht fürs Springen gedacht. Sonst würde das anders aussehen. Also. Es ist sowieso naheliegend, keine Ahnung, ob es vielleicht ist es ja doch dafür gedacht, dass man da springen kann, aber es ist eigentlich. Es ist unwahrscheinlich. So, da ist schon mal eine gelbe Tür mit dem Exit-Logo drauf. Was für eine gelbe Tür? Warum braucht man einen gelben Schlüssel? Wie weit hergeholt ist das denn? Also, ich würde eher sagen, dass man für die gelbe Tür einen roten Schlüssel braucht. Hier kann man nicht rein. Hier auch nicht. Danke. 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 Ein. Ach du Kacke. Tschüss. Kann man das Ding jetzt einfach da hinschieben, ne? Ne, ist so nah an der Wand dran. Ich schieße dich mal ab, bevor die anderen mich damit abschießen. Danke. So, das ist das da. Heißt also, ich könnte da. Nee, da komme ich von der Sektwässer ran. Also, jetzt muss ich erstmal alle herlocken. Und da kommt schon der erste. Oh Gott.
Alter, wie viele sind denn hier? Noch so Pinky. Ja, man braucht dann zumindest zwei Schüsse. Oder auch doch drei. Heißt also, das mit dem Nahen sich ranlassen bringt genau gar nichts. Ist das behindert. Mann, ist das eine Verschwendung der Munition. Boah, Alter, so langsam geht mir aber echt auf den Sack. Siehst du, sogar mein Lüfter heult schon wieder. Wow, was war das denn? Hab ich gerade gar keinen Kanister gesehen gehabt. Aber die Dinger müsst ihr übrigens aufpassen. Ich kann es mal noch kurz vorführen. Nein. Ich habe doch gar nicht gespeichert. Oh mein Gott. Wenn ihr rauf geht. Okay, geht nicht. Wenn ihr. Kann ich nicht sagen. Das ist ein Secret, oder? Nee, doch nicht. Ist das ein Secret? Auch nicht. Nee, kann ich gerade nicht sein. Schade. Wenn ihr nämlich über diesen Dingern drüber lauft oder drauf stehen bleibt, dann bekommen diese Dinger Schaden. Und dadurch, dass sie nur 20 haben, seid ihr innerhalb von ein paar Sekunden tot. Weil der nämlich das Ding tot ist. Und da ihr drauf steht, heißt es, if Kanister tot, dann du auch gleich tot. So, hier ist noch eine Tür. Dann gehen wir da mal freundlicherweise rein. Ich hoffe, wir sind gestattet. Sieht so aus. Wow. Okay. Drei Türen. 1, 2, 3. Aha, da kannst du es hängen. Na, wenn ich jetzt hier drauf laufe. Bam. Ja. Oh, wurde gefixt. Da war es also ein Bug. Ich dachte, das sollte so sein. Okay. Also, was ich gerade gesagt habe, gilt damit nur für die Version, also RC1 und alles davor. Wow, geht da gar nicht auf. Och Mann, Alter, ernsthaft jetzt? Arschloch. So, rote Sachen machen generell Schmerzen. Das habe ich von Ultimate Doom Episode 2 gelernt. Oh, oder ist eine Falle? Hilfe! Was? Danke dafür, Merkel. Na egal. Hä? Ist er irgendwie. Ach da. Was habe ich das Ding doch. Ach Mann, als hätte nur die. Oh, diese Map. Macht mich gaga. Ich glaube jetzt. So. Habe ich bereits? Okay. Gucken wir mal, wie viel der Knopf hier ist. Fehlt gut. Arschloch. Kommen wir noch nicht rein, da kommen wir auch nicht rein. Wie geht's jetzt hier weiter? Das macht so wenig Sinn, ich bin schon fast fasziniert davon, dass es hier noch überhaupt gibt. Und wir haben schon wieder noch kein einziges Secret gefunden. Das ist so deprimierend. Das ist so deprimierend einfach. Ich weiß, ach du Kacke. Bam, bam. Okay. Ah.
Was hat sich jetzt gerade getan? Ach ja, stimmt, der Jodenwald musste da noch hin. Darf ich nicht vergessen. Ah! Dankeschön. Komm auch wieder hoch. Hallo. Ich will hoch. Ich will da hoch. Ja, war mir schon fast klar, dass es ein Secret ist. Nur die Frage ist, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich durch die Tür. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um den Bereich hier. Ach du Kacke. Oh, aber es geht noch. Was ich hier gerade mache, mal auf und dazu, ist eine legitime Methode, also legitim werden mehr oder weniger, aber eine praktikable Methode, um praktisch Gegner anzulocken, aber sie nicht durchzulassen. Und dadurch, dass man diese Gegner damit triezt, schießen sie und schießt sich alle damit praktisch gegenseitig tot. Oder sind alle tot? Was braucht man, ob wir weiterkommen? Aha. Ja. Kommt man nicht weiter? Hä? Was bringt er denn darum, bitte? Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Ganz ehrlich, was bringt denn dieser Raum? Ich habe keine Ahnung. Außer einmal Munition. Danke. Also wir haben einen blauen Schlüssel, mit dem können wir jetzt nach... Ist hier offen? Nein. Da können wir jetzt nach... Hier. Hat sich die Tür da unten ja echt gelohnt. Das war gerade Zufall. Man sieht mich. Doch leider hat man mich zu spät gesehen. Wieder sowas, was wir am letzten Level gesehen haben. Der geht also oft jetzt im Prinzip hin. Verwickelt ist das denn hier alles bitte? Hä? Ist mal auf? Hier geht's noch weiter, okay? Wow. Okay, da ist eine Hebebühne. Oh.
Was? Hä? Was hat er denn gerade? Bin ja mal durchgeglitscht. Hä? Ach so, lol. Das ist so ein 3-Stufen-Ding, ist ja nice. Dann gehen wir nochmal. Fuck. Ah, fuck, ich kann es am Anfang. Der will gerne nochmal nach ganz unten gehen, denn das ist nämlich unten wahrscheinlich nicht so gut. Oder wieder nur ein Ort, wo man seine Munition verschwendet. Und sein Leben. Sieht ja mal nice aus. Okay, jetzt man kriegt auch Munition. Die Frage ist nur, ob man hier wirklich mehr bekommt, als man hier ausgibt. Wow. Der ist voll toxic, man. Hua. Ah. Man muss ja dazu rein. Für die rote Karte. Danke. Naja, zumindest hatte ich munitionstechnisch erstmal. Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter, wie creepy war das? Boah. Meine Fresse. Wow. Oh, Alter. Also, man verliert doch definitiv mehr Munition, als man bekommt. Scheiße. Alter, aber wie creepy war das? Vor allem... Die standen hier und hat sich nicht bewegt. Und ich laufe ganz normal lang und dachte, hä, was ist das denn für Augen da in der Wand? Alter, meine Fresse. Und was für eine Scheiße, dass wir doch schon wieder Munition verbraucht haben. Ah. Also war das Secret doch wirklich nur dafür, dass man die rote Karte da bekommt. Und nicht für die Munition. Achso, halt, da muss ich doch lang. Lass mich rauf. Lass mich hoch. Bitte. Bitte. Ich flehe dich an. Danke. So, na gut. Die waren wir bereits? Hä? Achso, wir sind durch. Ha! Yay, geschafft. Gut. Jetzt haben wir die rote Karte bekommen. Und die brauchen wir auch. Die brauchen wir nämlich hier hinten für. Danke. Danke. Oder auch nicht. So, nehmen wir mal die Waffe hier. Nein, die. Nein, die hier. Ah ja, komm her. Arschloch. Achso, jetzt sind wir hier. So, hast du davon. Hast du verdient. Ist Geburt. Und noch einer. Alter. Ich glaube, das ist einfach. Oh, Alter. Aber recht übertreiben. Was ist das jetzt hier? Ja, braucht man. Ach nee, hier bekommt man keinen Schlüssel für. Weil eben, das Gelbe kann auch bedeuten, dass man dafür keinen gelben Schlüssel braucht, sondern dass man damit den gelben Schlüssel bekommt. Das ist ein Secret. Nice. Also, zumindest ein Secret Ausgang. Wo ist die gelbe Tür nochmal? Da. Achso, jetzt fürs Exit. Okay. Schauen wir da oben, kommt da heute noch nicht rausgefunden.
Das muss aber im Kurs. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Nein, dann nicht. Da. Aha. Yay. 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 Boah, Alter. Reicht aber langsam. Oh. Wow. Gleich mal speichern. Gleich nochmal speichern. Das war ja mal nice. Da haben wir zumindest 42 Bits. Das geht ja eigentlich schon. Ich guck mal, ob es hier noch etwas Offensichtliches gibt. Wenn nicht, gehe ich jetzt einfach zum Ziel. Weil dank dieser kleinen Spende haben wir jetzt mittlerweile schon wieder relativ gut. Naja, geht, geht. Von der Pistole könnten wir etwas mehr haben. Würde nicht schaden, aber man muss ja nicht gleich übertreiben. Gut. Hä? Leck mich. Ich hab doch gar nicht die gelbe Karte. Scheiße, wofür krieg ich die denn? Stimmt, wir haben nur einen gelben Knopf gedrückt. Ach klar. Ja. Der Knopf war, um da hinten die Hebebühne runterzufahren. Ja, lecko mio. Danke dafür. Jetzt habe ich die gelbe Karte. So. Okay. Oh. Quick Save. Ja. So, das war Map Substation. Klingt wie so eine Adresse. Egal. Das war's erstmal. Ja, mit der Map. Schau mit V.